aus dem Tagebuch von Rex Chance. 13. Juni 1937. Ich bin erst seit gestern auf der Insel. Es kommt mir aber schon wie eine Woche vor. Ich habe noch kein Auge zugetan. Lucy und ich waren rund um die Uhr damit beschäftigt, den Schwebezug zu reparieren. Das Ding wird praktisch nur noch von Kaugummi und Packdraht zusammengehalten. Bei jeder gelungenen Reparatur entstehen zwei neue Probleme. Unsere größte Sorge ist jedoch der Treibstoff. Es gibt ein Depot auf der benachbarten Insel, aber uns ist klar, dass dort wahrscheinlich ein Hinterhalt auf uns wartet. Wir suchen nach einem Mann und einer Frau in einem großen fliegenden Zug. Fliegender Zug? Soll das ein Witz sein? Habe ich jemals Witze gemacht? Ich meine das todernst. Findet sie besser sonst. Dort drüben ist das Treibstofflager. Es dürfte kein Problem sein, dorthin zu gelangen. Die Meerenge ist zugefroren. Ich glaube nicht, dass es so einfach werden wird. Was meinen Sie? Dort. Das gibt Ärger. Zurück zum Labor. Beeilung! Und damit herzlich willkommen zu Impossible Creatures, Mission 2 der Kampagne. Wir werden direkt angegriffen und... Ja? Ich würde sagen, erstmal ein paar Kreaturen, Stufe 2 und einen Stromturm. Was kann ich für Sie tun? Danach bitte Kohle sammeln. Oh je, okay, ich mach mal 4, 5. Ich will jetzt auch nicht alles rausballern für Stufe 1 Kreaturen. Oh Mann, Vorsicht! Die Kreaturen sind eine mache ich noch. Hm? Ein neues Gebäude ist fertig. Okay. Rex Chance zu Ihren Diensten. Wird sofort erledigt. Ich wähle die mal alle aus, mach hier territoriale Haltung. Das heißt, die laufen den Gegnern nur ein Stück weit hinterher. Und rennen nicht einfach bis ins Nirvana. So, jetzt haben wir auch Stufe 2. Ich mach da mal ein paar Viecher. Setz den Sammelpunkt weiter nach vorne. So, der Gegner, der hat jetzt hier Viecher mit Stinktierschwanz. Das heißt, die machen diese Giftwolken. Die Kreaturen werden angegriffen. Also ich glaube, die machen keinen Schaden, die Wolken, aber man kann dort halt keinen Fernkampf hineinschießen. Deshalb mache ich jetzt eher ein paar Nahkampfkreaturen. Und wir sollten auf jeden Fall Kreaturen machen. Ein bisschen Fernkampf mache ich trotzdem. Fertig. Und ich gucke mal, was hier die Ziele sind. Rex zum Treibstofflager ist das allgemeine Endziel. Und dann den Wolf und den Lemming sammeln. Okay. Die Kreaturen werden angegriffen. Gute Arbeit. Aber der Treibstoff kommt nicht von alleine hierher. Warum gehe ich nicht einfach mal rüber und frage nett? Ja, warum nicht, Mr. Chance? Bitte nennen Sie mich Rex. Oh, ein Lemming, den brauchen wir doch. Wo haben wir denn Rex? Und jetzt? Okay. Okay, ich hatte mal irgendeinen Hotkey, wie ich zum Kreaturen. Zur Kreaturenkammer hier komme. Den aber leider vergessen. Ich bin bereit. So, ich leg mal Rex auf die 4. Fernkämpfer auf die 2. Und Nahkämpfer auf die 1. Und fertig. Alle zusammen. Komm. Das hat Hand und Fuß. Wenn wir noch den Wolf irgendwo finden. Oh Gott, ich habe viel zu wenig Kreaturen. Die Kreaturen werden angegriffen. Oh, die sind alle so teuer. Die Kreaturen werden angegriffen. Okay. Und jetzt? Wird sofort erledigt. Das hat Hand und Fuß. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwas verkackt. Wird sofort erledigt. Die Kreaturen werden angegriffen. Hätte ich direkt viel mehr Kreaturen bauen sollen und auf Stufe 1 und... Rex Chance zu Ihren Diensten. Kein Problem. Wir werden sehen. Das hat Hand und Fuß. Ach, hier ist der Wolf. Nee, doch nicht. Kojote. Und jetzt? Ach ja, ich erinnere mich, glaube ich. Kein Problem. Okay. Das hat Hand und Fuß. Kein Problem. Ja, ist schon ein bisschen her, dass ich die Kampagne gespielt habe. Sofort erledigt. Die Kreaturen werden angegriffen.
Rex wird angegriffen. Okay. Die Kreaturen werden angegriffen. Die sollen hier mal noch ein paar... Ich ergebe mich. Lassen Sie nicht zu, dass Ihre Kreaturen mich fressen. Gib uns etwas von dem Treibstoff und sie werden dir nichts tun. Schon gut, ich trage es sogar für Sie. Aber Sie und Ihre Kreaturen müssen mich beschützen. Ich habe keine Lust, gefressen zu werden. Ziel erreicht. Gute Arbeit, Boss. So, jetzt Chance zu Ihren Diensten. Haben wir auch Gehilfen. Neues Ziel, Boss. An die Arbeit. Also, fast. Wenn wir mal ein paar mehr Kreaturen hätten, die ihn beschützen, wäre es ganz gut, aber naja. Ich mach das mal auf die 5. Rex wird angegriffen. Oh. Die Kreaturen werden angegriffen. Fertig, Boss. In Ordnung. Und jetzt? So. Ich glaube, wir haben verkackt. Die Kreaturen werden angegriffen. Ziel erreicht. Gute Arbeit, Boss. Hier ist der Sprit. Ja, echt? Sehr gut. Das wird uns eine Weile in der Luft halten. Oh, hab ich gut gemacht, oder? Ja. Hör zu. Ich mach dir einen Vorschlag. Das schmeichelt mir, Mr. Chance, aber ich weiß nicht. Ich meine, Sie wissen schon... Schon gut, mein Freund. Hör zu, du siehst aus, als hättest du Ahnung. Würdest du gern für uns arbeiten? Ich kann diesen Julius überhaupt nicht ab. Aber wenn ich für Sie arbeite, schickt er mir Whitey auf den Hals. Wer oder was ist Whitey? Er meint Whitey Hooten, Julius Gorilla, der die Männer bei der Stange hält. Die meisten hassen Julius, wagen aber aus Angst vor den Konsequenzen nicht zu widersprechen. Pass auf, mein Freund. Wenn du uns hilfst, verspreche ich dir, dich zu beschützen. Sie werden mich wahrscheinlich sowieso umbringen, weil ich sie nicht gefangen genommen habe. Also, okay, ich helfe Ihnen. Drüben am Stützpunkt gibt's ein Gebäude, das Sie sich anschauen sollten. Es macht die Tiere echt zäh. Und dann haben wir sie losgeschickt, um die Dorfbewohner fertig zu machen. Richtig schlimm. Aber ich habe mich geändert. Okay. Festhalten! Er hat sich geändert, das ging näher schnell. Am feindlichen Stützpunkt, Lucy. Wir sind hier noch nicht ganz fertig. Lassen Sie uns diese Konstruktion suchen und diese Inseln ein für alle Mal säubern. Mal gespannt, ob wir da jetzt noch durchkommen. Weil wir haben echt gar keine Viecher mehr. Ich glaube, wir sollten besser von hier verschwinden, Rex. Einwand zur Kenntnis genommen. Aber ich will nicht, dass Whiteys Leute das Dorf angreifen, sobald wir weg sind. Außerdem sollten sie sich diese Konstruktion anschauen. Die Gehilfen können Kohle sammeln und wir verderben Whitey den Spaß. Ich wäre besser auf der Schule geblieben. Ich hab die Nase voll vom Kohleschippen. Ja, ja. Hinterher ist man immer schlauer. Im Labor können sie noch mehr von uns rekrutieren. Aber wir arbeiten nicht umsonst. Das wird sie was kosten. Es gibt neue Ziele, Boss. Neues Ziel, Boss. Okay, wir können direkt Viecher holen. Gebäude. Ziel erreicht. Gute das ist Arbeit, natürlich Boss. Genial. Ich kümmere mich sofort darum. Fertig, Boss. Okay. Und Gehilfen. Und ein paar haben wir noch hier. Die wurden hergebeamt. Okay, sehr geil. Oh, hier sind auch noch welche. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Man macht die mal platt. Die Kreaturen werden angegriffen. Das von Ihnen gewünschte Gebäude ist fertig. Was kann ich für Sie tun? Okay, Stromturm haben wir hier auch schon. Dann brauchen wir einfach nur mehr Viecher. Jetzt kann ich hier einfach boom, boom durch. Hier sollte auch noch zwei Jungs hin, hä? Hallo. Auf geht's, Jungs. Sie sind der Boss. Und hier noch eine kleine Beschützer-Armee-Truppe eher. So, ich mache jetzt einfach alle als eins. Scheiß auf Fernkämpfer. Gesondert. Fertig. Okay. In Ding machen.
ne Gruppe. Das hat Hand und Fuß. Brauchen wir jetzt nicht, glaube ich. Die Kreaturen werden so angegriffen. Ich mach einfach alle in eine und die Fernkämpfer bleiben ja automatisch weiter hinten. Ich hole mal noch ein paar Fernkämpfer. Was sind die Zwischenziele? Wolf müssen wir noch sammeln. Genverstärker, Technologie und feindlicher Stützpunkt. Das sind halt so wenig Viecher. Ne? Wird sofort erledigt. Der Wolf, der hängt doch bestimmt irgendwo hier rum. Okay, das hat Hand und Fuß. An die Arbeit. Die Kreaturen werden angegriffen. Okay. Ich schicke die mal beide als Wegpunkt dahin. Und komm, wir greifen mal ein bisschen an. Die Kreaturen werden angegriffen. Die Lucy nehme ich mir mal mit. Ja? Die muss ja. Das sollte kein Problem sein. Das Zeug erforschen. So, noch ein bisschen ein paar Kreaturen herstellen. Angegriffen. Und hier ist der Genverstärker und da haben wir auch schon eine ziemlich starke Kreatur. Komm, Lucy direkt rein hier. Oh, wir haben so viel Strom. Brauchen wir gar nicht. Können wir gar nichts mit anfangen. Ich bin halt verwöhnt von der Tellurian-Mod. Da kann man mit dem Strom einfach. Den kann man halt umtauschen dann. Für den Genverstärker, Rex. Ein beeindruckendes Stück Technik. In Kohle. Das ist halt eigentlich sehr praktisch. Sobald wir es gebaut haben, werde ich mehr wissen. Die Kreaturen werden angegriffen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Genverstärker bauen will, ehrlich gesagt. Fertig, Boss. Ach, ich habe keinen. Boss. Okay, fuck. Okay. Wir können noch gar kein Kohlelager bauen, also ist es natürlich Quatsch, die dort hinten abbauen zu lassen. Die Kreaturen werden angegriffen. Naja. Lucy sollte lieber wieder zurück. Heilige Wissenschaft. Wir haben ein bisschen zu viele Kohlearbeiter, aber ist auch nicht so dramatisch. Ich mach mal die Sammelpunkte direkt hier hin. Noch ein paar Fernkämpfer kreieren, wobei wir haben schon einige. Ich unterteile die mal wieder, dass ich immer auf die Fernkämpfer auch schnell zugreifen kann. Wir brauchen auf jeden Fall eher Nahkämpfer jetzt. Und es sieht ja eigentlich mal ganz gut aus. Wir brauchen erstmal aber noch den Wolf. Ich bin bereit. Wird sofort bevor erledigt. Die Mission jetzt beendet wird. Okay. Ihr kommt bitte auch noch mit hier hin. So, Rex, wo haben Kein wir Problem. Den Wolf? Die Kreaturen werden angegriffen. An die Arbeit. Okay, ich muss auch weiter, nicht, dass der die ganze Zeit... Hier ist der Wolf. Okay. Ich bin bereit. Okay. Nicht, dass der die ganze Zeit Kreaturen ansammelt, wollte ich sagen. Okay, wir erstellen auch noch ein paar Kreaturen. Und jetzt? So, wo ist jetzt der Wolf? Da ist er. Zwei sogar. Okay. Und zack, wir haben ihn. Yes. Und jetzt einfach noch den feindlichen Stützpunkt zerstören. Die Kreaturen werden angegriffen. Ich bin bereit. Das hat Hand und Fuß. Ob ich vielleicht doch einen Genverstärker hätte bauen sollen? Ich mach's mal. Hallo. Okay. Ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen spät. Hm? Oh ja, ist ein bisschen spät. An die Arbeit. Die Kreaturen werden angegriffen. Und jetzt? Das hat Hand und Fuß. Oh oh. Mit Hilfe des Genverstärkers können wir unsere Kreaturen auf einigen Schlüsselgebieten verbessern. Oh, jetzt habe ich hier auch einen Haufen Viecher. Oh Mann. Probieren Sie ruhig aus. Das war total idiotisch. Von Zeit zu Zeit weg damit. Ich werde weiter daran herumbasteln und vielleicht können wir ja unsere Genschablonen noch ein wenig verfeinern. Und auf jeden Fall brauchen wir mehr Kreaturen. Ich mache hier Leben von... Die Kreaturen wir haben nicht genug Zeug. Angegriffen. Ich würde gern von den Nahkämpfern das Leben
verbessern, dass sie mehr Leben haben. Okay, wir brauchen aber auf jeden Fall auch mehr Viecher. Oh, sehr gut, sehr gut. Sind es alles die gleichen? Das sind alles die Stufe 2, ja, sehr gut. Okay. Dann will ich noch ein paar Fernkämpfer, weil die Nahkämpfer sind jetzt schon so viele, dass die sich dann blockieren gegenseitig, wenn es mehr werden. Und die Fernkämpfer haben das Problem nicht. Wir haben aber halt auch Gegner, die den Fernkampf unterdrücken mit den Stinkwolken vom, vom Stinktier. Ach, die brauchen so lange, um Kohle zu sammeln. Ich will hier jetzt nicht ewig rumwarten. Und ich würde hier auch gern noch die Fernkampf-Weiterentwicklung holen. Ja, das machen wir. Bei Fernkämpfern die wichtigste Entwicklung. Der Fernkampf-Nahkampfschaden. Ja, klar. Der Fernkampfschaden. Bei Nahkämpfern meistens Leben und Verteidigung, würde ich sagen. Aber auch Nahkampfschaden. Geschwindigkeit kann auch immer gut sein. Bei Fernkämpfern, wenn die Reichweite größer ist als die Sichtweite, ist Sichtweite auch sehr, sehr wichtig. Komm, wir holen noch zwei und dann sollte das passen. Denke ich mal. So. Und der Rest kann dann hier direkt nachrücken. Wir verstärken natürlich die Armee immer weiter. So, ich mache alle als 1 und die Fernkämpfer als 2. Die kann ich dann nochmal gezielt ansteuern. Ich denke, das ist ganz gut. Und nochmal von jedem einen erschaffen. Die Kreaturen werden angegriffen. Und jetzt haben wir auch eine Armee, die ein bisschen besser aussieht. Was könnte man hier noch machen? Nahkampfschaden machen wir. Sehr gut. Und weiter vorrücken. Bitte. Die Kreaturen werden angegriffen. So, ich will, dass alle Fernkämpfer auf den gehen. Ja, diese blöde Stinkwolke. Die gewünschte Entwicklung ist abgeschlossen. Naja, jetzt machen wir es auf jeden Fall platt. Hier, die beiden Verstärkungen kommt auch. Die Kreaturen werden angegriffen. Das sieht doch schon mal gut aus. Sehr viel besser als der letzte Vorstoß. Die Kreaturen werden angegriffen. Trotzdem nicht nachlassen, weiter nachrüsten. Weiter Kreaturen herbringen. Aber ja, das haben wir im Sack. Ich habe zwischendrin kurz dran gezweifelt. Aber hat ja dann doch noch geklappt. Okay, noch die letzten beiden Gebäude hier. Habe ich alles sonst erledigt? Yes. Wir wollen ja kein Tier übersehen. Gute Arbeit, Boss. Okay, lassen Sie uns hier verschwinden. Wohin? Ich bin wegen meines Vaters hier. Wir sollten zu diesem Labor zurückkehren und uns dort umsehen. Julies Männer werden sicher dort nach uns suchen. Darauf können Sie Gift nehmen, Lucy. Wo seid ihr? Hallo. Juhu. Wenn ihr tot seid, bringe ich euch um.